So. Toiletten waren das einst. Ich brauche einen Schlüssel dafür, alles klar. Rein prinzipiell sind es immer noch Toiletten, nur nicht mehr so schön. Ich guck nur gerade. Oh, die Toilette ist eine Etage weiter unten. Bilde ich mir das ein oder ist es hier an der Stelle so verschwommen? Und wenn ja, warum? Ich weiß nur, dass ich da irgendwie verschwommen einen dumpfen Körper... einen toten Körper irgendwie sehen kann. So, die Tür ging ja nicht auf. Wir sind in der zweiten Etage. Oh, das ist der Raum mit dem Herzen. Na, guck mal an. Das ist jetzt... Wir haben ja eine 12... eine 7 vorgefunden. Can't push it anymore. Okay. Zum Herzen sagt er nichts mehr. Sieht trotzdem immer noch frisch aus. Was ist mit dieser Tür? Ich frage mich, ob die Reihenfolge nicht völlig falsch ist, die ich da gemacht habe. Geht die Tür da noch auf? Nein, geht nicht auf. Diese Schranktür geht auch nicht auf. Ja, und die 12 haben wir auch. Ich habe nur das Gefühl, dass ich das wirklich falsche Reihenfolge gemacht habe. Ist das Absicht da? Ich weiß es nicht. Oh, hi. Da kann man ja nach oben schauen. Hier ist aber nicht... Doch, hier ist was. Zahi ist die 11. Habe ich jetzt auch mal getätigt. Hallo, Toter. Hier ist nichts. Dieser eine Raum noch. Entweder geht jetzt die Box auf oder ich habe das wirklich... Was meine Meinung ist, habe ich das Gefühl, das ist wie gesagt die falsche Reihenfolge. Und ja, da haben wir die 8. Aha, es hat sich alles wieder zurückgesetzt, siehste? Joseph, you are an excellent surgeon, working as a traveler, but you are responsible for their employees and even through... Okay, ich muss jetzt... Das war jetzt die 8. Dann muss ich jetzt die 12 nochmal finden. Ich habe leider nicht eingeprägt, in welchem Raum das ist. Locked from other side. Aha. Gucken wir mal. Das ist die 11. Die brauche ich nicht. Da ist die 12. Jetzt brauche ich die 11. Und last but not least... brauche ich die 7. Die war, glaube ich, gleich hier. After pushing the button, I hear a click of some kind. Yep. Logisch, natürlich. Ich muss runter, wieder auf die eine Toilette. Auf die schwer erreichbare, glaube ich. Da nämlich. Da war doch meine kleine Box. Haha. There's only one rusty key in the box. Und oben im zweiten war eine Tür. Aber bevor ich das ausprobiere... habe ich was vergessen. My head hurts. Ja, bla. So, geh raus hier. Probier ich mal aus. Die Tür war, glaube ich... I need a key to open it. Alles klar. Guck
gucken uns nochmal kurz hier um. Sonst fällt mir nur noch die eine Tür. It can't be opened. Die kann auch nicht geöffnet werden. So, hier gab es sonst keine Türen mehr, ne? Ach, probieren wir es einfach mal aus. Geht nicht auf. It reminds me of the entrance of the hospital. What is this place? Ja. Das ist der Eingang des Krankenhauses, nur irgendwie anders. Also, oben habe ich noch eine verschlossene Tür gesehen. Gleich mal auschecken. Waren es nicht zwei verschlossene Türen? Ich bin nicht sicher. Die war es jedenfalls nicht. Ah, die andere Toilette war es. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Hallo Schwester. Hat das was zu bedeuten? Oh. Das hat tatsächlich was zu bedeuten. Ich muss es mir hier passend zurechtdrücken, ne? So jedenfalls nicht. So auch nicht. Vielleicht so. Und dann so. Oder auch nicht. Es dreht beides, ne? Wenn ich dann vielleicht hier rumdrehe? Ach, heiliger Blitz. Es ist natürlich da frei. Probiere ich es jetzt noch mit einem Dreh so. Vielleicht passt es ja jetzt. Ich komme so nicht durch. Es ist versperrt. So. Das dauert jetzt noch ein Weilchen, glaube ich, bis ich das hier raus habe. Also ich muss auf jeden Fall beide hier freikriegen, irgendwie. Ja, ich probiere jetzt ein Weilchen rum. Wenn ich es habe, melde ich mich dann zurück bei euch wieder. Bis gleich. So, ich habe es geschafft. Da bin ich wieder. Jetzt ab hier durch, diese Mitte. Da will ich nicht mehr durchgehen. Wenn möglich. Aber es sieht hier katastrophal aus. Oh. Das sieht wirklich katastrophal aus. Ich hoffe, dass diese Gestalt nicht aufstehen will. I found a key inside the monster body. It stinks. Er hat einen Schlüssel darin gefunden. Na super. Ich habe das Gefühl... Moment mal kurz, da steht noch was. Sterilization 1 is the most important routines. Nurse Nancy, you have neglected this rule. So, ich gehe dann mal raus hier. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Hier werde ich keinen Schlüssel mehr brauchen. Da ich jetzt doch in der Hoffnung bin, nicht mehr hier reingehen zu müssen, mache ich das lieber wieder zu. Ja. Wo war ein Schlüssel noch vonnöten? Ich glaube da hinten. Gerade hier.
Locked from other side. Super. Das ist gut. Die anderen Türen gingen gar nicht. Vielleicht da drin? Lock is broken, I can't open it. Also von da auch nicht. Gehen wir eine Etage tiefer. Da war noch eine verschlossene Tür. So, schauen wir mal. Die da? Nein, die nicht. Auf gar keinen Fall. Die war ja offen. Die Tür da hinten, die war zu. Schauen wir mal, ob es passt. Moment kurz. Speichere ich erst ab. So, raus hier und dann weiß ich es. Nur nicht ins Loch fallen. The key fits. Wir sind also immer noch im Erdgeschoss. Aber hallo? Was soll ich jetzt davon halten? Warum ist das alles hier so verschwommen? Die Stellen hier. Man erkennt halbwegs, was es ist, aber es ist einfach verschwommen. Ich verstehe nicht, wieso. Ach, das war die Doctor's Lounge oder so ähnlich, keine Ahnung. Etwas abgeräumter hier, die Schränke sind leer. Und keine Pinnwand mehr. Locked from other side. Na toll. So, das war die Küche. Wow. Hier haben wir alles direkt über dem Grill. Was zur Hölle ist das denn? Ich kann es nur erahnen, was das ist. Eine Leiche aufgespießt, die so unten dran hängt. Ansonsten ist hier nichts im Waschbecken. Halt, hier ist noch eine Patient has died of septic shock due blood infection. Sterilization procedures were not properly observed. Irgendwie ist er in einer Infektion gestorben. Mehr weiß ich auch nicht. Ich lese nur Sterilisation. Was ist hinter dieser Tür? Hallo? Eine Puppe? Wow. Aber warum ist hier eine Puppe? Warum ist hier eine Puppe und warum kann ich sie aufheben? Hat das was mit euch zu tun? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich sie rausnehmen kann, oder? Oder da drauflegen? Warum kann ich eine Puppe aufheben? Die werde ich hier im Raum gebraucht. Das steht fest. Du willst sie nicht, ne? Du auch nicht? Puppe, was hat's denn auf sich mit dir? Da kann ich sie auch nicht reinschieben. Da auch nicht. Kann sie nur da drauflegen. Na gut, dann lasse ich das erstmal. Etwas in Leuchtschrift. Only judge can pass on judge. These people only start the most sinned. Irgendwie sowas. Ach, das ist die Tür zum Keller. Will ich da schon hin, ist die andere Frage. Eigentlich nicht. Da raschelt das irgendwo. The door doesn't handle. Der Aufzug wird doch auch defekt sein, schätze ich mal, oder? The button isn't working. Okay. Muss ich hier doch runter? Oh. The encryption of the wall must have some kind of a logical answer. Though I'm not sure that logic still works at this place. Oh Gott. Ich hoffe, ich habe die Texte alle gelesen. Muss ich wahrscheinlich im richtiger Reihenfolge. Geht die Tür hier auf?
Nope. Ich melde mich an der Stelle wieder. Ich muss jetzt die Videos doch definitiv Revue passieren und umherrennen. Das will ich euch jetzt ersparen, um die Texte nochmal durchzulesen. Und dann melde ich mich an dieser Stelle weiter und erkläre euch, was Sache ist. Bis dahin. Tschüss.